Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Die Sims 4, die No Money Challenge geht weiter. Ja, das Problem ist, leider hat sich was getan in dem Spiel und ich hatte gespeichert, aber ich habe den Part nicht aufgezeichnet und das wusste ich halt vorher nicht. Deswegen, ja, ist die Bude halt noch leerer als vorher. Und ja, ja, was soll ich sagen? Ist halt eine beschissene Sache, aber ich kann es leider nicht ändern. Und ja, wir sind aber auch so gut wie durch mit der Bude hier. Und ja, ich hatte halt, ich bin jetzt der Leiter der Idole geworden. In dem verlorenen Part, der leider nicht mehr kommt. Also, ich habe es geschafft, Siobhan zu überzeugen, mir die Leitung zu überlassen. Deswegen bin ich der Leader und habe halt auch ein paar Regeln geändert bei den Idolen, weil da war sowas wie Kleider ändern und hast du nicht gesehen. Und jetzt gibt es halt neue Regeln: Kaffee trinken, Kleider wechseln und noch irgendwas gab es da. Ach ja, und die gemeinsam zu abtrünnigen habe ich alles weggemacht: freundlich sein zu jedem, Romantik sein mit jedem, Plasma trinken, Zauber wirken und Vampirkräfte benutzen. Das ist jetzt neu hier. Und morgen habe ich also die Schwester von Siobhan, die habe ich halt auch mit in die Gruppe geholt, weil ich Bock dazu habe. Und ich meine auch, ich habe mich verklickt und Siobhan und morgen bekommen beide von mir ein Kind jeweils, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber naja, so ist halt so wie es ist, ne? Und ja, jetzt möchte ich hier einen Gruppenvorteil holen. Genau. Und Sozialboni könnte man auch machen. Ja, Sozialboni. Romantikbonus. Romantikbonus gibt's schon. Okay. War das schon vorher da? Ja, hat sich halt leider ein bisschen was geändert, aber ja, ich hoffe nicht zu viel. Wobei, Gruppenklima wollte ich eigentlich machen. Und zwar Stimmung Romantik. Stimmung Romantik und Stimmung Romantik, yay! Horny, 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 horny. Bei der Arbeit versteigert. Nightfall war frei, damit die Gruppe die ganze Nacht Party macht. Let's go! Es wird hier nur noch Party gemacht. Kleidung und Deko brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen stattdessen brauchen wir ein bisschen Fähigkeit Boni. Ja, ach, können wir uns nicht mehr leisten. Alright. Dann halt nicht. Naja. Ja, schade, dass der Part weg ist, weil es war echt ein geiler Part, aber naja, machen wir einfach weiter. Es war halt echt cool, was passiert ist in der Zwischenzeit, aber ja, gut, im Endeffekt, so viel ist leider auch, ist zum Glück, glaube ich, auch nicht weg. Ja, außer dass morgen jetzt halt ein Party-Outfit hat, weil ich hatte dann eine Party, also auch ein paar Partys gefeiert und ein bisschen halt mit Leuten geflirtet. Aber ja. Leider, 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 ja, ist der Part halt weg und naja, wir sind hier aber auch durch mit dem Haus und ja, morgen die kann auch mal hier mit, wobei, nee, die kann essen in Ruhe, und meiner seine Kleidung geändert hat, weil er ist ja bei den Idolen bei gewesen und deswegen hat sich auch seine Kleidung leider geändert, ja. Und wird sich auch leider weiterhin ändern, weil ich muss leider der Leiter hier bleiben. Fürchte ich. Oh ne, meine Kleidung hat sich nicht geändert. Nur die hier. Okay. Das ist zwar trotzdem scheiße, aber vielleicht ändert sich das ja immer. Das ist gut. Am Morgen. Und Siobhan Oh, wollen beide was Krasuk, von mir. Krasuk. Nice. Nice, nice. Ah, die beiden Schwestern, die sind. Erwarten, glaube ich, beide von mir ein Kind. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, das ist natürlich nicht gewollt gewesen, aber naja, ist halt so wie es ist. Und ja. Ein Abschiedskurs ist auch drin, denke ich. Also zumindest vorerst der Abschiedskurs. Und die freuen sich beide, dass sie schwanger sind vom einen und demselben Mann. Also unterstehen, nee, du kannst das weglegen. Wir stehen doch keinen Salat, Alter. Aber das passt zum Outfit eigentlich. Also, Ding ist, so will ich ihn auch nicht rumlaufen lassen. Zieh dich mal um, Kollege. So. Outfits. Kleidung ausziehen, genau. Aber Siobhan und. Ja, doch, Siobhan ist schwanger, definitiv. Und morgen wahrscheinlich auch. Ja, falls nicht, könnte ich ja dafür sorgen, eigentlich. Ah, nee, mein Outfit hat sich geändert. Okay, das heißt also, das nimmt einen Spot dann weg, anscheinend. Der Scheiß. Wobei, außer ich beende die Versammlung, vielleicht ist das dann behoben. Das könnte sein, weil ich brauche ja aktuell keine Gruppenversammlung. Aber
Ich könnte Leute hier zuholen, die mich nicht leiden können. Theoretisch. So wie Sophia halt. Und zwar würde ich sagen, hole ich dann in die Gruppe. Bella hat auch ein bisschen Hass auf mich. Ist auch nicht cool. Hillary. Wobei Hillary hasst mich nicht. Sie mag mich nur nicht mehr romantisch. Und Melee hasst mich. Cassie hasst mich auch, warum auch immer. Nancy ein bisschen. Alice auch ein bisschen. Und Bella auch ein bisschen. Das heißt also, da könnte man theoretisch noch drum rumkommen. Was heißt, ich sorge dafür, dass einfach Melee hier mit dabei ist. So, zack. Gut. Weil schlau wie ich bin, umgehe ich so die Probleme, die die Entwickler mir in den Weg werfen wollen. Aber ich bin der ultimative Lösungsbringer. Hey Jenna, hier Sophia, hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Nee, da gehen wir nicht hin. Wir gehen woanders hin. Wir feiern eine Party, Sophia, aber kann ja gerne mitkommen. Oder ich mache das mit Jenna, dass Sophia kommt. Aber ich glaube, meiner kennt mehr Leute, die mich interessieren. Und ich weiß auch schon direkt, wo wir eine Party feiern werden. Aber erstmal muss ich hier vernünftiges Outfit tragen, weil das gefällt mir gar nicht. Und ich hoffe, meine Schlafkleidung, die kommt auch zurück wie das Outfit hier. Wenn nicht, Entwickler, müssen wir uns unterhalten. Face to face mit einem Baseballschläger in meiner Hand. Also, ihr wisst, was heißt. Ui. Hallo. Wobei. Warte mal, bevor wir gehen, ich habe eine Idee für ein Thumbnail. Das wird geil. Boah, wenn sie die Kleidung jetzt gerade noch anhat, das wäre cool. Wenn ich jetzt sie schnell küssen kann. Aber irgendwie spackt doch gerade das Spiel so rum, ne? Es spackt doch gerade richtig scheiße rum hier. Ich weiß nicht, ob ihr die Verzögerung bemerkt oder auch, dass meiner noch nicht voll geladen hat. Also unten sein Icon. Sein, Face neben dem der anderen Haushaltsmitglieder. Aber egal. Sascha, küss sie schnell. Na Sascha, du bist manchmal echt unbrauchbar. Weißt du das eigentlich? Weißt du, dass du manchmal unbrauchbar bist? Wobei, ich habe eine Idee. Was ist besser als ein Versuch, zwei Versuche, auch wenn sie gerade mit Siobhan flirtet? Was eigentlich nicht. Nein, halt die Fresse jetzt, ganz ehrlich. Was sie eigentlich nicht soll, weil die gehören beide zu mir, Jana. Auch wenn ich nicht verstehe, warum hier auf einmal die Freundschaft weg ist. Hat vielleicht zu viel Magie benutzt vor ihm und ja, das wird es wahrscheinlich sein. Höchstwahrscheinlich. Weil er hat ja mitbekommen, wie wir gestohlen haben und so. Und das, obwohl er zum selben Haushalt gehört und das ja auch macht. Also, das ist halt komplett unlogisch, aber naja. Vielleicht wäre es auch zu viel Arbeit und die A sind ähnlich faul wie ich oft. Sie sieht so auch cool aus, die Morgen. Das steht echt gut, finde ich. Ja, kann meiner sie mal küssen oder warten wir hier, bis der. Ja, genau. Dankeschön, Spiel. Dass einfach meine Aktion nicht gemacht wird. Das hasse ich. Aber was soll die Scheiße? Vor allem wäre das ja was anderes, wenn die zur Arbeit müsste. Aber die hat keinen Job. Weil die war ja Teenagerin. Das Einzige, was die hatte, war halt Schule. So, bevor wir sie älter gemacht, bevor, ach ja, ich habe sie auch älter gemacht, falls ihr euch wundert. Ich war halt, normalerweise ist sie halt Teenagerin. Ich hatte sie allerdings auch in den Part älter werden lassen, damit ich halt mit ihr flirten kann. Und deswegen, falls ihr euch da wundert, habe ich irgendwie vergessen zu erwähnen. Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Warte kurz, meiner kommt. Angeschlichen. Und dann würde ich sagen, genau. So. Genau, mach mal hin. So. Sage? So. Und dann. Wobei. Stopp! Stopp, 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 stopp. Das ist kein guter Winkel. Wo ist hier ein guter? Ah, hier ist ein guter. Okay. Okay, wir haben's. Will, wir haben's. Will, wir haben's. Sehr gut. Sehr, sehr schönes Thumbnail. Boah, und das wird auch ein Outstanding Thumbnail, eins meiner Favorites wahrscheinlich auch. Und ja, ich würde gerne weiter mit ihr und ihrer Schwester flirten, aber ja, es gibt auch noch andere Dinge, die mein Char zu tun und zu lassen hat.
naja, mehr zu tun als zu lassen, ihr kennt's. Und deswegen gesellschaftliches Ereignis, Hochzeitsplan, Plan, ja, in ihren Träumen können die mich heiraten. Aber selbst da tauche ich vielleicht mit dem Baseballschläger auf und sage, ah, hau da den Priester mit dem Baseball. Ui, ui, oh. Wird nicht das Thumbnail, aber kann ich trotzdem hier mal mitnehmen, mal zeigen, die Reactions. Horny ist sie natürlich so. Aber Sascha, du musst dich auf was anderes konzentrieren. Auch nicht auf ihre Schwester, die natürlich auch hot ist. Hot AF. Keine Babyparty, wir machen eine Gruselparty. Hokus Pokus, schwarzer Lotus. Also, es ist meine Favorite Party auf jeden Fall. So. So, und zwar nehmen wir mit Mancha. Lilith Romantics auch runter? Oder so wie bei Jenna mal? Morgan darf mit. Jenna darf mit. Feinde mit Vorteil. Feinde mit Vorteil. Aha. Nicht Freunde mit gewissen Vorzügen, sondern Feinde mit Vorteilen. Jetzt im Kino. Ich kann nicht ernst bleiben bei sowas. I try. But I can't always do this. Candy, die sollte ihren Look auch ändern von dem Screen hier, weil. Nee. So, erstmal. Du kannst auch mit. Ja, ein bisschen auch mit Julia geflirtet gehabt, unter anderem. Und ich weiß nicht, mit wem noch alles. Das, da waren so viele. So viele. Schöne Frauen. Weil viele sagen, weil wahrscheinlich sagen würden, es kann nicht genug schöne Frauen geben. Stimmt auch. Wir müssen zu Janae nach Hause. Also was heißt müssen, aber wir gehen zu ihr nach Hause. Heiß und kalt, oh. Hot and you're cold. Aber ein guter Song von Katy Perry damals. Hat ich echt gefeiert. Als Junior damals. Miko kann ich nicht mitnehmen. Oh, Cassie muss mit. Cassie muss mit. Ja, Juniper ist mir nicht so wichtig. Nein, muss ja. Wobei, ich könnte erstmal eine nur mitnehmen und dann nochmal hierhin zurückkehren. Weil ich habe da eine Idee. Ohoho. So, und zwar werden wir natürlich auch. Ah, Mutter und Tochter Bella und Cassie einfach, die sind muy grande hier. Ketua. Wobei, nee. Nee. Weil das Ding ist, ich habe das, also ich habe halt mehrere Parts tatsächlich verloren als einen. Und ich glaube, ich hatte einen gesagt, ne? Also ich habe auf jeden Fall ein paar Parts verloren und da war halt auch der bei, der jetzt kommt hier. Da kamen die halt nicht, deswegen werde ich keinen bestimmten holen. Und die Gäste bleiben vermutlich so, wie sie jetzt sind. Außer ich will da noch was ändern an der Liste, aber ich denke nicht. Ich schaue nochmal nach, ob man da irgendwas ändern kann, was sinnvoller wäre. Supraya. Ja, Julia, da ist die Freundschaft ziemlich hoch. Das heißt, die wird wahrscheinlich noch eher in der Kontaktliste bleiben. Anaya ist mir nicht ganz so wichtig, deswegen kommt sie raus. Also es ist klar, sie sieht top aus, aber selbst da haben wir bessere Optionen. Wie zum Beispiel eine Miko. Wie zum Beispiel eine Yua oder auch eine Alice. Wobei, Wowie muss mit. Nicht gemocht. Genau. Choktil mit. Die kann man noch wegmachen hier. Ja, vielleicht wirklich Supraya weg. Ja, Sophia haben wir ja eh in der Gruppe drin. Ja, Supraya hätte ich schon Bock drauf, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, ob wir sie schon mal in der Kiste hatten. Aber andererseits habe ich auch Bock auf Rory. Deswegen nehmen wir Rory einfach mal mit. Wobei, kann ich sie engagieren, die Supraya? Weil wenn, dann würde ich das versuchen einfach. Genau. Dass sie einfach catert. Caterarat für uns. Während wir ja unser nächstes Haus suchen zum Ausrauben und zum Party machen natürlich auch. Oder was heißt suchen? Wir haben es ja schon gefunden. Nämlich nicht hier. Erholungszentrum. Was zum Fick ist ein Erholungszentrum? Was kann man da machen? Das müssen wir auch mal herausfinden, was hatte ich natürlich nicht. Familie Watson müssen wir auch mal auf den Grund gehen, aber erstmal. Ja, ich habe so lange angesprochen, wir gehen zu der Tochter von Janae. Zu der perfekten 10. Also eine perfekte 10 trifft die andere. Trifft die andere perfekte 10. Tritt die andere. Genau, ich trete Savannah direkt weg. Die Tochter von Janae.
Nicht Spaß. Also sie ist eine perfekte 10. Meiner ist eine perfekte 10. Zumindest wenn er auf meine Kontrolle auf mich hört. Dann ist er an allen perfekt. So. Ich muss sagen, der Typ, der sieht toll aus auf jeden Fall. Und er hat's einfach drauf. Was Frauen angeht, wenn er auf mich hört, natürlich. Keine Ahnung, ob ich das auch in Real Life so drauf hätte, wenn ich es mal öfter versuchen würde. Aber da habe ich aktuell keinen Grund für. Und ja, ich sag mal so, ich habe da nicht wirklich einen Grund für. Aktuell. Aktuell gibt es für mich Wichtigeres, wie meine Ziele und meine Träume zu verfolgen, zu jagen, zu erledigen. Und wie natürlich auch ordentlich Zaster machen, weil eins meiner Ziele ist es, ordentlich Geld zu scheffeln. Und das natürlich ohne mich oder meine Prinzipien zu verraten oder zu hintergehen, weil dann wäre es das natürlich nicht wert. Offensichtlich, ne? Aber ich erwähne es trotzdem. Es denkt ja nicht jeder so wie ich. Ich kann ja nicht immer von mir auf andere schließen, was halt mir oft aufgefallen ist so im Laufe meiner Zeit. Na, jetzt höre ich mich schon an wie ein Senior. Das ist uncool. So alt bin ich noch gar nicht. Bin noch jung und ja. Keine Ahnung. Mir fällt gerade nichts anderes ein, aber es ist auch früher Morgen, also. Deswegen, und ich habe halt meinen ganzen ganzes Charisma und ganze Redegewandtheit in den verlorenen Parts genutzt, aufgebraucht. Jetzt, ja. So, hier sind wir. Ich bin Raumfahrer, ist okay. Und Jenna ist eine sexy Elfe. Nice. Und wer ist das hier? Clara. Ah, okay. Kumpel, du hast ein falsches Kostüm an. Das musst du wechseln, Kollege. Das fühle ich nicht. So. Du trägst hier deine Standardkleidung. Wobei, wobei, wobei. Ja, doch, vielleicht schafft er es ja mit seinen nicht vorhandenen Muscles irgendwen zu beeindrucken. Dann Spaß, kriegst ein Standard-Outfit hier. So. Wobei, nee, ich kann ja Kostüme ändern, einfach, ich Trottel. Muss ja ihn nicht direkt hier punishen. Der Magic Goon hier, der wechselt das Kostüm auf. Ayla Sikura, wer zur Hölle ist das? Auenfee, Cheerleader, Maskottchen, Waldfisch, Spinnexe, Postbote, Schmuggler, Schurke, Zombie-Überlebender, Weltraum-Ranger. Ich bin hier der Ranger. Er darf einen auf Pirat machen, ist okay. So. So. Okay. Wo ist. Der Rest der Meute, kommt der noch? Also echt, wie kann man zu spät so einer tollen Party kommen? Ich meine, die ist jetzt schon voll krass und am Start und ja, die Party hat noch nicht mal angefangen. Die hat noch nicht mal angefangen, Leute. Aber ja, so kann es gehen, ne? Paar Leute, die nicht gekommen sind, weil sie mich angeblich nicht leiden können. Ich sag mal so, ich kann niemanden leiden, aber trotzdem, Party, da wird gefeiert. Da wird ordentlich geflirtet und da wird ordentlich, werden auch ordentlich Dinge gestohlen, habe ich gehört. Sofern das nicht in unserer, in Jennas oder meiner Bude ist, weil wenn da irgendwas mitgenommen wird von irgendwem, dann kann es sein, dass ich die Person töte.
Und ja, okay, gut. Ich habe nicht das Kind ausgewählt, was da auch komisch rumisch steht. Als wird das den, ja, ihr wisst schon, Happen von Clara haben wollen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ja, ganz wild. EA. Aber ich habe auch eine Idee. Du könntest mal auch mal da raus verschwinden, weil du kannst auch mal betört werden, eigentlich auf Jenna oder so. Ah ne, auf Jenna geht ja leider nicht. Schade. Schade, dass es nicht auf sich selbst machen kann. Dann vielleicht auf, ja, keine Ahnung. Leider vielleicht mal drauf oder was weiß ich, ist mir ja auch egal. Hauptsache, der verpisst sich am Wohnzimmer. Und so könnte ich auch für Trouble zwischen ihm und seiner Frau sorgen. Das ist ein netter Nebeneffekt. Ja, wobei Pirat steht hier nicht, morgen. Da müssen wir noch mal draufklicken. Partykostüm wechseln. Nice. Auf Wert halt. Einhorn-Lama kann er machen. Ist auch ein dämliches Kostüm, aber ist ja auch ein dämlicher Nebencharakter. Deswegen kann er hier ruhig als Einhorn rumrennen. Was ist jetzt los? Zu viele Sims, ach Schnauze. Vor allem hatte ich das gar nicht, wo ich das schon mal gemacht habe und. Ich hab dir doch gesagt, du sollst andere Kleidung anziehen, Mann. Ich hab doch gesagt, du sollst Dings anziehen, Einhorn-Lama-Maskottchen. Das ist kein Einhorn-Lama, das ist, keine Ahnung, was du da trägst immer, Junge. Das ist echt nicht cool. Darfst mal dein Kostüm nochmal wechseln oder was auch immer. Alter, ich hab doch gesagt, Einhorn-Lama-Maskottchen. Oder habe ich mich verklickt? Aber nee, dann wär's ja Dienstmädchen. Dann werd halt auch Pizzalieferant. Dabei finde ich das bei dir irgendwie besser passender als wie bei Lilly. Also noch zumindest. Ja, kann sich natürlich immer ändern. So, Jenna, du bist noch beschäftigt, aber die Frage ist, ist hier noch irgendwer gekommen von den Gästen? Savannah ist hier. Wobei, warte mal, der Typ hat eigentlich eine Aufgabe hier. Und das ist nicht sein Kostüm wechseln. Weil ich weiß wieder, warum ich ihn auch mitgenommen habe. Unter anderem, denn damit er hier kocht. Aber das Ding ist, ich glaube, ich sollte ihm dafür einen Bonus geben, weil nicht, dass die Leute hier sagen, yo, du sollst hier nicht kochen. Weil die haben ja natürlich die Schnauze zu halten, weil Savannah muss älter gemacht werden, da kenne ich nichts, du. Und wenn ich das ungerne mache mit den Punkten, aber ist eine Ausnahmesituation. Außerdem hat er sowieso keine. Was schade ist, weil ich würde ihm halt echt gerne Punkte geben, einfach weil er halt Jenna, der Einzige ist, der Jenna halt schnell zurückholen kann. Und vielleicht sollte ich auch daran mal arbeiten, dass wir das ändern, weil das ist natürlich Jennas der wichtigste Char. Sie kann mich zurückholen, wenn ich sterbe. Und ja, mein Char, ihr wisst, der ist nicht der hellste, weil oft hört er nicht mal auf meine Genialität, deswegen, ja. Okay, hat sein Outfit nicht gewechselt. Hey, warum werden die Outfits immer beschissener? Okay, ich sollte ihnen einfach gar keine Kleidung geben. Er soll nicht wie eine Frau rumlaufen. Er trägt halt einfach keine Kleidung. Ah, scheiße. Immer diese Kinder. Immer diese Kinder. Was mache ich nur mit diese Kinder? Ja, das gefällt mir echt nicht, Morgan. Wie du hier rumläufst. Auch das sieht nicht verkehrt aus hier. Weiß nicht, ob mir das besser gefällt, wie das, den wir mit Morgen hatten. So. Wobei, könnte halt auch Thumbnail. Ja, nee, Morgen, den sieht man im Badeanzug, das will ich nicht. Das ist nicht so meine Präferenz. Finde ich gar nicht cool. Aber ich weiß auch nicht, was bei ihm abgeht, so, aber naja. Vielleicht wollte er immer schon eine Frau sein, wer weiß. Fühle ich zwar so, finde ich zwar so gar nicht cool, aber ja. Ist schon nicht so geil, aber naja. Oh, Bilder an den Wänden. Kann man das eigentlich einfach so mitnehmen? Okay, kann man. Gut. Vor allem habe ich dem doch eine Aufgabe auch gegeben. Macht er die? Okay, macht er. Super. Ich glaube, Outfit ändern, das wird heute nichts mehr. Naja. Also zumindest nicht so, wie ich es gern hörte, aber ja. Ist ja auch egal. Waren wir es hier nicht noch irgendwer reingelaufen oder so von den Gästen? Ich verliere den Überblick so langsam und die Party hat erst angefangen. Ich hätte noch nie mal richtig angefangen. Oder ist irgendwer nach Hause gegangen von Leuten, die hier rumstanden? Ach, ich weiß es nicht mehr. Kann sein, kann nicht sein. Sie ist sauer, weil sie nicht genug Attention bekommt, wahrscheinlich von meinem Char hier.
Ja, Bella, wieso kommst du eigentlich alleine zur Party? Ich hab doch gesagt, bring Cassie mit. War mal Celeste? Wo ist Celeste? Ich hab doch da Celeste gesehen, oder nicht? Ach, wo sind die denn? Ach, da. Da kommt sie, okay. Sind ein paar Leute Wie kann sie verspätet kommen? Sie hat noch nicht mal irgendwas gegen mich. Sie kennt mich kaum. Und dann kommt sie zu spät zu meiner Party. So, was soll denn das? Ich lade sie extra ein und so, weil sie so eine Top-Frau ist und so und sie. Ja, beweist eigentlich das Gegenteil, also echt. Wobei ich habe ja ihr Aussehen gelobt und nicht ihren Charakter. Deswegen geht das schon eigentlich in Ordnung, denke ich. Lilly habe ich, glaube ich, wieder mitgenommen. Hoffentlich. Layla. Achso, und stimmt, Clara haben wir natürlich auch schon abgeschlabbert. Da wird hier weiter gemacht. So, dann darf natürlich nicht fehlen, dass er die Torte endlich mal fertig macht hier. Ja. So, zack. Ich denke, wenn die Torte fertig hat, dann können wir auch einen kleinen Cut machen eigentlich. Und dann kann er auch nach Hause gehen eigentlich. Eigentlich ist er eh nur dafür da, dass Dings nicht drauf geht, Jenna. Er ist eigentlich kein richtiger Gast. Weißt du was? Wundervoll, mit dir Zeit zu verbringen. Wir haben tolle Erinnerungen gesammelt und es werden nicht die letzten sein, da bin ich mir sicher. Also meinen die, dass ich sie vernascht habe oder meinen die damit, dass wir die Erinnerung an all die schönen Sachen, die wir von ihr geklaut haben? Und um die zu verkaufen für Geld. Also das, ja, sind schöne Erinnerungen. Schön für uns, aber. Ja, aber vielleicht. Aber anscheinend scheint sie sie auch nicht zu vermissen. Also, ja. Also nicht, dass ich wüsste. So. Kannst du mal einen Trink jetzt trinken auch? Was habe ich eigentlich in deine Liste packen? Wollen aber EA, die machen schon wieder wilde Sachen hier. Bei nein, das war der falsche. So. Jetzt dürft ihr natürlich auch weitermachen hier. Weil, ja. Erstmal wird geflirtet. Manchmal auf Nummer sicher gehen. Weil man weiß ja nie, ob die Entwickler das einfach abbrechen, wie wir ja gesehen haben bei meinem, der es abgebrochen hat, was ich mit Morgan vorhatte. Einmal den Kuss, den ich fürs Thumbnail haben wollte und bekommen habe. Ja. Aber zu Beginn des Parts. Ja. Deswegen. Oh, Bella, die. Oh, sexy und horny. Celeste, habe ich Celeste jetzt eigentlich? Oder wurde das abgebrochen? Weil ich habe sie auf jeden Fall mit reingepackt, aber kann sein, dass mal wieder abgebrochen worden ist. Ja, es wurde abgebrochen. Oder es kommt noch eins von beiden. Deswegen, ja, also nur mal sicher gehen hier. Zack. So. Er geht am Computer, den muss ich auch irgendwie von seinem Haus fernhalten, ey. Ist das Janie, die hier am Schlafen ist? Nee. Okay. Gut, weil wir machen ja eigentlich Party. Sie ist ja auch ein Teil von der Party. Clique. Party Group. So. Genau. So. Dann Bella wieder mitnehmen. Ich weiß nicht, ob Layla noch ist. Wunderbare Layla hier. Mal gucken. Oder ich mache mehr Gruppen einfach auch auf. Das wäre auch eine Idee. Rory ist da! Boah, shit. Das heißt, ja. Rory muss auch direkt mal mit hier genommen werden. Was habe ich gesehen durch die Betörung? Also, dank der Magie sehe ich manchmal Chars, die ich nicht sehen kann sonst. Aufgrund der magischen Interaktion da mit der Betörung halt. Aber da gibt es natürlich auch andere, ne? Zum Beispiel, wenn ich halt Wowie so weit hörte, dass sie mit mir in die Kiste hüpft, dann könnte man das dadurch halt auch erkennen. Hat halt nichts mit der Magie zu tun, aber durch Interaktion an sich halt, ne?
kann man das halt oft erkennen. Wollte ich mal hier vorwegnehmen als Erklärung. Und das ist anscheinend Worry, oder? Ja, genau. Und du musst dann auch dringend mit meinem Chia was haben, weil ich meine, die ist eine Werwölfin, also. Falls ihr das noch nicht gecheckt habt in den vergangenen Parts, also Vampire und Werwölfe. Oh ja, die Waldfee. Genau, sehr gut, Morgün. Du bist nützlich, wenn du nicht gerade irgendwie scheiß Kostüme, scheiß Geschmack für Mode hast. Nein, 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 Rami. Nein. Nein, 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 nein. Du gehst da nicht dran. Wehe. Dann werde ich versucht, dich umzubringen, was ich noch nicht will, weil du noch Nutzen für mich hast. Kevin Puri, nein, wir machen ja auch nicht Jaden älter, wir machen Savannah älter. So. Zumindest ist das der Plan. Ja, ob dieser Plan aufgehen wird oder nicht, werden wir im nächsten Part erfahren.